Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht heute um das Thema Besprechungen. Jetzt wundern Sie sich vielleicht, warum ich jetzt in einem Software Engineering in einer Vorlesung dazu was über Besprechungen erzähle. Nun ist es so, Sie müssen sich ja in Ihrem Team irgendwie koordinieren. Und dazu sollte man miteinander sprechen. Und gerade Besprechungen sind einer der größten Zeitfresser in Projekten, wenn sie schlecht gemacht sind, und einer der größten Frustrationspunkte. Und daher sollten Sie sich da alle Mühe geben, das gescheit zu machen, weil damit wirken Sie professionell. Dazu vielleicht ein kurzer Spruch, den ich 100% unterschreiben kann. Merken wir in jedem Projekt. Stammt von Tom DeMarco. Tom DeMarco ist einer der bekanntesten Autoren zum Thema Software-Projektmanagement. Der hat auch die strukturierte Analyse mit erfunden, also ganz, ganz bekannter Informatiker. Und er schreibt: "But the business of software building isn't really high-tech at all. It's most of all a business of talking to each other and writing things down. Those who were making the major contributions to the field were more likely to be its best communicators than at best technicians." DeMarco sieht das so, es ist tatsächlich so, also ein ganz wesentlicher Teil des Software-Projektablaufes ist miteinander reden, Dokumente schreiben, PowerPoints irgendwem erzählen. Und also da müssen Sie Wert drauf legen, dass Sie das gut können, und deswegen besprechen wir das hier. Und was machen wir jetzt? Wozu sind Besprechungen da? Naja, das Hauptziel einer Besprechung ist jetzt nicht, irgendwas zu erarbeiten, sondern Sie besprechen sich, um sich zu koordinieren. Wenn Sie was erarbeiten wollen, wäre es ein Workshop. Also das wäre die Unterscheidung zwischen, wenn Sie Requirements erarbeiten oder sowas, dann machen Sie einen Workshop dazu mit Haftnotizen und allem, was man braucht. Wenn Sie sich koordinieren wollen, jeder weiß vom anderen, was er gemacht hat, dann heißt das Ding Besprechung. Wenn Sie sich nicht besprechen, kann man natürlich tun, jeder macht mehr oder weniger, was er will, führt das zu Frust auf allen Seiten. Also das sollten Sie auf jeden Fall lassen. Das Foto, was Sie da auf der einen Seite sehen, das ist original aus dem Touchdown-Workshop bei einem Kunden von uns, und da hat uns ein Kunde, also mir und den Studierenden, wirklich richtig einen zwischen die Hörner gehauen, weil wir da wahnsinnig unkoordiniert gewirkt haben. Also da haben wir sicherlich eine Stunde lang tatsächlich einen Satz warme Ohren kassiert, und das völlig zu Recht. Also der hat ein Einbrecht gehabt. Und warum war das so? Wir waren völlig unkoordiniert. Da hat jeder Student und der Prof gemacht, was er wollte, und das ist unglaublich unprofessionell rübergekommen. Also das heißt, Sie sollten, das ist das Wichtigste, wenn Sie im Team arbeiten, arbeiten Sie so, als wären Sie eine einzige Person. Also besprechen sich untereinander gescheit. Also die Folgen waren da in dem Projekt ganz konkret: Wir haben unfassbar unprofessionell gewirkt auf den Kunden. Der Kunde zweifelt zu Recht an unserer Lieferfähigkeit und an der Qualität dessen, was wir tun. Natürlich, also wenn wir schon untereinander es nicht hinkriegen, Termine zu koordinieren oder zu koordinieren, wer was macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei dem Chaosladen irgendwas Funktionsfähiges rauskommt, also zum Beispiel Software, nahe Null. Wir haben unnötige Mehrarbeit, gerade weil Sachen machen Sie mehrfach, wenn Sie nicht koordiniert sind, und andere Sachen vergessen Sie, die wichtig gewesen wären. Also auf beiden Seiten Mehrarbeit und Frust. Und Sie lassen natürlich Sachen, die Sie machen hätten sollen, versehentlich aus, weil keiner sich dafür zuständig gefühlt hat. Und die gelieferte Qualität ist selbstverständlich nicht okay. Also Sie müssen sich koordinieren. Das sollten Sie tun. Da gibt es zwei Verfahren dafür: Tickets oder dass man sich über Aufgabenorientierung sich koordiniert. Das mache ich in einem der späteren Videos. Und Sie treffen sich regelmäßig, einmal pro Woche, einmal täglich, also in regelmäßigen Abständen, und besprechen sich, was jemand tun soll. Und das ist eine Besprechung. So. Wenn man jetzt mal guckt, Besprechungen sind eine der frustrierendsten Elemente im Projektalltag, wenn sie schlecht gemacht sind. Warum? Naja, überlegen Sie sich mal, also Sie kosten pro Stunde ungefähr 100 Euro. Dann kann man sich natürlich überlegen, dass eine Besprechung besonders teuer ist, weil ja pro anwesende Person jeweils 100 Euro pro Stunde fällig werden. Also nehmen wir mal an, Ihnen ist langweilig und Sie laden mal so 10 Kollegen und Kolleginnen ein und besprechen sich auch nur eine Stunde, dann haben Sie 1000 Euro verbraten, ne? Eine Stunde Besprechung mal 10 Leute mal 100 Euro sind Sie bei 1000 Euro für diese eine Stunde, die Sie verbraten haben. Also je mehr Zeit Sie da verbringen, desto teurer wird das. Und das nehmen Ihnen die Leute zum Teil wirklich übel, weil die natürlich auch noch ihre Projektziele zu erfüllen haben und dann von der eigentlichen Arbeit abgehalten werden. Und Besprechungen sind dann frustrierend, wenn Sie da rumsitzen und nichts beizutragen haben. Also Sie sitzen da so Info rum, können aber weder was mitentscheiden, noch werden Sie irgendwas gefragt, sondern Sie müssen sich das einfach anhören.
wie gesagt, der Standardreflex ist ja dann zum Smartphone zu greifen und Computer zu spielen oder E-Mails zu beantworten. Also genau, wenn Sie diesen Reflex haben, ist wahrscheinlich in der Besprechung was verkehrt. Wenn alle rumlabern, sich über den neuesten Gebrauchtwagen austauschen und so weiter, innerhalb der Besprechungszeit, weil ich mir dafür gibt es ja Kaffee davor und danach. Wenn Sie zu viele Besprechungen haben, nicht mehr zum Arbeiten kommen, ist das wahnsinnig frustrierend. Also Sie können sozusagen einfach, Sie brauchen ja, um gescheit zu arbeiten, brauchen Sie mindestens 90 Minuten ungestörte Zeit, wo Sie sich konzentrieren können. Da darf Sie keiner anrufen, es darf keine E-Mail kommen, kein gar nichts. 90 Minuten mindestens. Und wenn Sie jetzt den ganzen Tag voll mit Meetings haben, kommen Sie eigentlich gar nicht mehr richtig zum Arbeiten. Das ist sehr frustrierend. Und was noch frustrierender ist, ist, wenn Sie sich schon treffen und Ihre Zeit opfern, dann wäre es wichtig, die Besprechung auch mit einem konkreten Ergebnis abzuschließen. Sprich, es gibt einen Beschluss. Also man ist gemeinsam irgendeine Ansicht. Es gibt eine Aufgabenliste, also dass klar ist, wer wann was macht. Oder es gibt eine Feststellung, dass sie einfach einen Sachverhalt festlegen, sodass dieser ins Protokoll kommt. Also muss es am Ende einer Besprechung eigentlich was geben. Also wenn Sie sozusagen rumdiskutieren und nachher keine Aufgaben, neue Termine oder Feststellungen da sind, dann haben Sie was falsch gemacht. So, und Besprechungen machen Spaß, wenn die kurz sind, steht jetzt hier nicht, aber also je kürzer, desto besser, also Maximum eine Stunde eigentlich. Die sollten gut geplant sein. Wie das geht, erzähle ich ja gleich in den Folien noch mal ein bisschen. Und wenn ein Ergebnis erzielt wird, also selbst wenn die Besprechung zu lang ist und geplaudert wird, das ist das Allerwichtigste, schließen Sie jede Besprechung mit einem Ergebnis ab. Sprich, es ist irgendwas beschlossen worden, es hat jemand eine Aufgabe, es ist klar, wie die weiteren Schritte sind. Und nicht abschließend mit irgendeiner Tüte vollkommen offener Fragen und mehr Verwirrung als vorher. Und wichtig an der Stelle ist auch, gucken Sie, dass die Teilnehmer, die da sind, also Sie selber und auch die anderen, immer nur dann da sind, wenn jeder wirklich was beizutragen hat. Also so in so Sachen, wo dann ein Teil der Leute irgendein Thema diskutiert, dann müssen Sie ja nicht da sein und könnten in derselben Zeit noch E-Mails beantworten oder einen Kaffee trinken oder Ihre Katze kraulen. Also, Besprechungen haben normalerweise drei Blöcke. Erstens, Sie planen das. Also das heißt, Sie sind derjenige oder diejenige, die einlädt. Und dann überlegen Sie ganz genau, Sie haben eine Stunde Budget, vielleicht haben Sie 2 Stunden Budget und überlegen, wie nutzen Sie diese Zeit jetzt sinnvoll aus. Das heißt, Sie überlegen sich eine Agenda. Das heißt, da sollte also die Besprechung Ziel haben. Also was wollen Sie erreichen mit der Besprechung? Welche Beschlüsse sollen gefasst sein? Welche Aufgaben sollen verteilt sein? Und das Zeug schlägt sich in der Agenda nieder. Schritt 1. Dann machen Sie die Besprechung. Das heißt, Sie treffen die Leute an irgendeinem Ort oder per Zoom, muss ja nicht in Präsenz sein und man bespricht sich. Sie arbeiten da die Tagesordnung sozusagen ab, also versuchen alle Punkte, die sich vorgenommen haben, mit einem Ergebnis jeweils abzuschließen. Und dann ist die Besprechung irgendwann aus. So, dann darf man nicht vergessen, dass es ein Follow-up gibt. Das heißt, wenn Sie auf der Besprechung beschlossen haben, dass es Aufgaben gibt und Sie kontrollieren das nicht, wird es irgendwann nicht mehr passieren. So, was machen Sie in der Besprechung? Was planen Sie da? Sie sollten zunächst einmal sagen, was ist das Ziel der Besprechung? Und das schreiben Sie schriftlich auf. Also, das heißt, zum Beispiel ist es jetzt irgendwie Projektkoordination, Planung des nächsten Meilensteins. Ist es wichtig, dass Sie einen Konsens in dem Punkt haben? Das muss man vielleicht besonders vorbereiten. Also wenn die Teilnehmer gemeinsam was beschließen sollen, wo alle Ja sagen sollen, müssen sie vielleicht Vorarbeit leisten, kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht geht es auch nur darum, jemanden zu informieren. Also das, was weiß ich, die Leute, die das Geld geben, den aktuellen Projektstatus kennen. Also auch sowas kann Inhalt einer Besprechung sein. So, und das Ziel der Besprechung. Das schlägt sich jetzt in Ihrer Tagesordnung nieder, ne? Also es ist eigentlich eine geordnete Liste von allen Dingen, die Sie erreichen wollen innerhalb der Besprechung. Also Tagesordnungspunkt 1 bis N. Und Sie sollten sich auch da ein grobes Zeitraster überlegen, sodass Sie erstmal während der Besprechung kontrollieren können, sind Sie noch einigermaßen in der Zeitplanung oder müssen Sie Sachen weglassen vielleicht, weil Sie keine Zeit mehr haben. Und auch für die Teilnehmer ist es wichtig, weil die dann vielleicht nur zu dem Tagesordnungspunkt erscheinen können, wo sie was beizutragen haben und im Rest der Besprechung sind die einfach nicht da. Das wäre so ziemlich optimal, wenn man das so machen könnte. Dann machen Sie eine schriftliche Einladung, das heißt, Sie schreiben eine E-Mail oder einen Brief, schreibt man heute nicht mehr, aber Sie schreiben eine E-Mail an alle, die zur Besprechung kommen sollen und da steht die Tagesordnung drin, sodass jeder sich auch darauf einstellen kann, was von ihm erwartet wird oder von ihr. Und falls Sie eine gewisse Vorbereitung erzwingen wollen, müssen Sie ja die Materialien zum Vorbereiten mitschicken. Und dann schauen Sie halt wirklich, dass Sie nicht Rehti und Plehti einladen, sondern die Leute, die Ihnen helfen, das Ziel der Besprechung zu erreichen.
Also nur die relevanten Personen. Alle anderen können Sie informieren, aber laden Sie die bloß nicht ein. Ich meine, Sie können ja freistellen, Leute, ihr könnt kommen, wenn euch das wichtig ist. Und achten Sie auch darauf, dass wenn Sie schon jemanden eingeladen haben, die Leute auch vorbereitet erscheinen. Also gewisse Dokumente gelesen sind, gewisse Informationen eingeholt worden sind oder entsprechend andere Vorbereitungen getroffen worden sind. So, und für Sie gilt das Gleiche, wenn Sie zu einer Besprechung eingeladen werden und Sie haben keine Tagesordnung erhalten und Sie wissen eigentlich gar nicht, was Sie da zu suchen haben, gehen Sie nicht hin. Also man muss ja auch die Leute, die Besprechung organisieren, dazu erziehen, da einen gescheiten Job zu machen. Ne? Also wenn Sie nicht wissen, warum Sie zu einem Meeting eingeladen worden sind, gehen Sie nicht hin. Also teilen Sie dem Organisator oder der Organisatorin vielleicht mit, dass Sie nicht hingehen, oder fragen Sie halt zumindest nach einer gescheiten Tagesordnung. Das spart eventuell jede Menge Zeit. So, wie kann so eine Agenda aussehen? Das ist so eine ganz alte Folie, die ist sicher schon 20 Jahre alt. Da habe ich mal versucht, so eine für so ein Hobbyprojekt, Bau eines Pizza-Bringdienstes, eine Agenda zu machen. Und so könnte das halt, wie gesagt, aussehen. Es gibt hier drei Tagesordnungspunkte mit einer kleinen Vorstellungsrunde vielleicht, dauert 10 Minuten und der Doktor sowieso moderiert das Ganze. Und dann gibt es vielleicht 30 Minuten lang eine Vorstellung der wichtigsten Geschäftsprozesse. Ergebnis ist, Teilnehmer sind informiert und das macht der Herr Hugo. Und gibt es vielleicht eine vertiefende Diskussion und es wird einen Beschluss gefasst, wie der Geschäftsprozess auszusehen hat, und den Beschluss treffen alle gemeinsam. Wie gesagt, jetzt haben Sie hier sozusagen eine Punkte von Themen, die bearbeitet werden. Sie haben ein Ergebnis, das Sie erreichen wollen, und ein grobes Zeitraster und einen Verantwortlichen. Und das wäre dann ein vernünftiger Plan. So, während der Besprechung schauen Sie, dass Sie einen Moderator haben oder eine Moderatorin. Dann brauchen Sie einen Protokollanten oder eine Protokollantin und er oder sie schreibt die Ergebnisse der Besprechung mit. So, wie gesagt, der Moderator stellt am Anfang die Agenda vor, holt sich vielleicht noch Änderungsvorschläge von den Teilnehmern ein, vielleicht ist ja ein Punkt unwichtig oder ein anderer Punkt kommt noch dazu. Und er oder sie gibt dann für die Tagesordnungspunkte jeweils die Verantwortung an den, der dann den Punkt moderieren oder abschließen soll, ab. So, achten Sie auch als Moderatorin oder Moderator darauf, dass Sie nicht die ganze Zeit durchreden, sondern eigentlich sind Sie ja nur dazu da, dass kein Chaos ausbricht und die anderen sollen reden. Der Moderator, die Moderatorin achtet darauf, dass die Agenda eingehalten wird, sonst reicht die Meetingzeit nicht aus, sonst schießt man übers Ziel hinaus mit der Zeit. Und die Leute fangen an zu labern oder über irgendwelche unwichtigen Sachen zu diskutieren. Das können Sie ja, wie gesagt, nach der Besprechung immer noch machen. Und noch ein wichtiger Punkt ist, dass Sie dann sicherstellen, dass jeder Tagesordnungspunkt auch sauber abgeschlossen wird. Also es wird ein Beschluss gefasst oder eine Aufgabe verteilt oder eine Feststellung gemacht, aber irgendein sinnvolles Ergebnis muss es immer geben. Also achten Sie wirklich drauf, dass nachher im Protokoll irgendwas Vernünftiges drinsteht, was beschlossen worden ist oder eine Aufgabe oder sowas. Notfalls kann der Protokollant oder die Protokollantin da einhaken und nachfragen, Leute, was schreibe ich jetzt ins Protokoll rein? Wer macht jetzt die Aufgabe? Oder wer ist dafür verantwortlich? Also immer darauf achten, dass jeder Punkt mit dem Ergebnis abgeschlossen wird. So, und der Protokollant, die Protokollantin hält halt alles fest im Steno-Stil. Also es geht jetzt nicht um eine wortgenaue Wiedergabe von allem, was gesagt wurde. Wir sind nicht in der Politik, sondern im Projektgeschäft. Und also der Protokollant, die Protokollantin hält im Grunde nur die Sachen fest, die wir nach einem halben Jahr oder einem Jahr wieder brauchen. Also sozusagen Informationen, die wir für die Ewigkeit festhalten müssen. Und eben die Aufgaben, die übernommen worden sind, weil man die ja nachher kontrollieren will. So ein Protokoll kann so aussehen. Das ist jetzt eine alte Protokollvorlage, die ich, weiß ich gar nicht mehr, wo ich die her habe. Aber die ist, wie gesagt, selber gemacht, also ist nicht geklaut. Aber so vom Schema her, also Protokoll, das kann auch eine Wiki-Seite sein, muss jetzt nicht zwingend ein Word-Dokument sein. Schreiben Sie rein, also wann hat das der Termin stattgefunden, wo genau hat man sich getroffen, wer hat das Protokoll zu welchem Zeitpunkt geschrieben, also Sie als Autorin des Protokolls oder als Autor, dann wer war da und wer kriegt das Protokoll noch. Manchmal haben Sie ja so Meetings, wo dann nur ein Teil des Teams da ist und der andere Teil muss aber informiert werden, was los war. Und dann machen Sie hier eine Tabelle und hier kommen nur die Ergebnisse der Tagesordnungspunkte rein. Also was ist zum Tagesordnungspunkt 1 beschlossen worden, welche Aufgabe übernimmt wer und bis wann.
Also ganz normales, ganz kleines Ergebnisprotokoll. Also schauen Sie, dass Sie das wirklich Größenordnung Seite halten, etwa für eine Besprechung oder vielleicht 2 Seiten maximal, aber kein zehnseitiges Geschwafel. Sie müssen ja auch sicherstellen, dass das nachher jemand liest. Und je knapper, desto eher wird es gelesen. So, Tagesordnungspunkt, vielleicht zur Agenda noch mal kurz. Was können Sie tun, und damit die Besprechung gut verläuft? Das Wichtigste natürlich zuerst besprechen. Da sind Sie sicher, dass das auf jeden Fall abgeschlossen wird, und die unwichtigen Sachen packen Sie ans Ende. Die fallen dann meistens weg oder in den Punkt, wo die Leute schon wegrennen und andere Meetings haben. Also schauen Sie, das Wichtigste zuerst zu besprechen. Sie können, um das Meeting wirklich knapp zu halten, das an eine natürliche Grenze verfrachten, zum Beispiel an die Mittagspause. Setzen Sie die Besprechung nicht zu spät an. Das heißt, achten Sie darauf, die Leute haben alle eine Familie zu Hause und haben entweder pflegebedürftige Eltern oder Sport oder Kinder, die aus irgendeiner Betreuung raus müssen. Das heißt, eine Besprechung nach 16 Uhr ist kritisch, weil da schon andere Dinge sind. Und wenn Sie die Besprechung morgens um 7 ansetzen, hat wahrscheinlich auch jeder Probleme hinzukommen. Also ein gutes Zeitfenster ist so circa 8:30 Uhr, dann sind die Kinder in der Betreuung von den Leuten, die Kinder haben, und 16 Uhr. Also in dem Zeitfenster sollte das sein. Machen Sie Pausen. Also wenn Sie jetzt 3 Stunden lang durchlabern, dann, also der normale Mitteleuropäer hat so eine Aufmerksamkeitsspanne von ungefähr einer Dreiviertelstunde. Da kann er oder sie noch ganz gut folgen. Alles, was so länger als eine Dreiviertelstunde ist, wird schwierig. Also machen Sie spätestens nach 90 Minuten eine Pause. Kaffee holen, lüften, also frischer Sauerstoff, die Füße vertreten, weil sonst werden die Leute eh aggressiv oder genervt oder machen nicht mehr mit. Störungen sollten Sie abstellen. Schauen Sie, dass Sie den Leuten am besten das Smartphone wegnehmen, wenn es geht. Es gibt da so Tricks aus verschiedenen Büchern über Besprechungen, dass man sich so eine Smartphone-Ausstellung am Raumanfang macht oder sowas. Nehmen Sie den Leuten die Laptops weg. Also, wenn die Leute ihren Laptop da haben, fangen die an, ihre E-Mails zu beantworten. Sie sollten wirklich Regeln machen, sowas wie Laptops und Smartphones nur in den Pausen. Also, ich finde es blöd, Sie machen eine Besprechung, haben sich Mühe gegeben mit der Agenda, und dann fangen die Leute an, Zeitung zu lesen da drin. Oder mit ihrem Laptop irgendwelche anderen Sachen zu bearbeiten. Also, ich meine, Sie haben sich ja schon Mühe gegeben, die Leute nur zu der Zeit einzuladen, wo sie es so brauchen. Und wenn die Leute dann noch was anderes machen, ist es eigentlich ein Affront gegen den, der die Besprechung veranstaltet. Sollten Sie auch ansprechen, finde ich, wenn das einreißt, dann macht nachher jeder, was er will. Und sagt, man kommt da schon halbwegs durch, ist aber kein guter Stil. So, Konflikte, ganz wichtiger Punkt. Wenn es irgendwo etwas gibt, was nach Konflikt riecht, achten Sie darauf, dass Sie die vor der Besprechung beheben. Also da sollten Sie vor der Besprechung klären, mit allen, also den Streithähnen oder wenn Sie selber der Streithahn sind, gesprochen haben. In der Besprechung, also wenn es dann anfängt zu eskalieren und es laut wird und die Türen knallen, da können Sie schlecht noch reagieren. Also da müssen Sie spontan wirklich auf Extremsituationen reagieren. Besser ist es, Sie besprechen vorher mit den Leuten entsprechende Sachen und planen die Besprechung entsprechend, dass Sie was die kritische Themen umschiffen können. Und wenn Sie einen Entscheider oder eine Entscheiderin haben, also jemand, der zum Beispiel Geld ausgeben soll, dann ist natürlich blöde, wenn er oder sie erst in der Besprechung alle wichtigen Informationen enthält, weil also sich spontan dazu entscheiden, 1 Million Euro auszugeben, das wird keiner freiwillig machen. Also insofern wäre es wichtig, wenn Sie von Leuten sozusagen Unterstützung wollen, die jetzt nicht zu überrumpeln in der Besprechung, sondern mit denen vorab gesprochen zu haben. Also vieles können Sie vor der eigentlichen Besprechung oder sollten Sie vor der Besprechung klären, sprich Konflikte und Entscheider informieren. So, zu guter Letzt, also eine gute Besprechung hat ein Follow-up. Das heißt, Sie haben ja Beschlüsse gefasst, Aufgaben verteilt und so weiter. Und dann machen Sie eine Nachkontrolle. Eine Woche später in der nächsten Besprechung zum Beispiel oder offline irgendwie und gucken nach, sind die Beschlüsse wirklich umgesetzt worden. Also Sie können ja in der nächsten Besprechung nachfragen, was ist jetzt passiert, was ist getan worden. Aufgaben sollten Sie kontrollieren, also haben alle Leute das gemacht, was sie versprochen haben und auch zum richtigen Zeitpunkt. Und die Aufgaben bleiben so lange im Protokoll drin, also auch von den Nachfolgemeetings, bis das Zeug erledigt ist. Also das muss, wenn jemand verspricht, dass er was macht, muss es für den maximal unangenehm sein, jedes Mal wieder sich zu entschuldigen, dass es nicht passiert ist. Also entweder Sie achten darauf, und kontrollieren das auch, dass die Leute es machen, oder Sie werden es irgendwann nicht mehr tun. So, offene Punkte sollte man dann klären. Es wäre eine klassische Aufgabe, ne? Müller klärt offene Punkte mit Kunde X. Der Klassiker, um so ein Follow-up zu machen, ist ja die nächste Besprechung. So. Und wie gesagt, ohne Nachkontrolle haben Sie eben keine Verbindlichkeit.
Was kann man jetzt machen? Wöchentliche Showfixe kann man machen. Da ist vielleicht sogar eine Standardagenda da, weil sich die Abteilung einmal pro Woche oder einmal pro Monat trifft oder das Projektteam. Und das ist immer zur selben Zeit am selben Ort, um halt die Kalender entsprechend freizuhalten. Und ist eigentlich eine normale Besprechung mit Standard-Meeting-Punkten. Ne? Also was die Projektplan wird durchgesprochen, Risiken werden durchdiskutiert und so weiter. Und Ziele von so einer Besprechung sind, das ist Team koordinieren. Also, dass jeder vom anderen weiß, was er gerade tut. Und dass sie bei Aufgaben kontrollieren, sind die erledigt, sind die noch in Arbeit oder verzögert. Also sprich, können sie den Termin nicht halten, weil eventuell sind ja alle Aufgaben, die verzögert sind, schlagen sich vielleicht auf ihren Abgabetermin hinten raus durch und sie müssen dann dem Kunden irgendwann beichten, dass sie später liefern können erst, weil sich so viel verzögert. Also das sollen sie im Auge behalten, deswegen müssen sie die Aufgaben in den wöchentlichen Termin verfolgen. Und sie versuchen vielleicht, wenn es irgendwo Hindernisse und Probleme gibt, die in den Meetings auch zu besprechen oder zu klären. Oder falls ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin ein Problem hat, dass vielleicht die anderen ihm oder ihr zur Hilfe kommen. Und eventuell beschließen sie Gegenmaßnahmen zu Problemen, versuchen mit Risiken da die Auswirkungen zu reduzieren. So, was kann man noch machen? Man kann sich täglich treffen. Daily Stand-Up-Meeting. Das ist also eigentlich in allen agilen Methoden irgendwo drin, also in Scrum, in XP, in Kanban weiß ich nicht, aber wahrscheinlich auch. Und auch in den älteren Methoden wie FDD war das überall drin. Also immer, egal in welche Methode Sie reinschauen, so ein tägliches Treffen gibt es eigentlich immer. Wie gesagt, wenn Sie Scrum gescheit machen, gibt es das als tägliches Treffen. Also Team trifft sich morgens normalerweise vor dem Taskboard. Sie wollen ja Aufgaben koordinieren, insofern müssen Sie ja wissen, wer was macht. Und deswegen nehmen Sie natürlich das Taskboard her, da steht ja drauf, wer was macht. Diese Besprechung darf maximal 15 Minuten dauern, sonst ist zu viel Arbeitszeit vom Tag verbraten. Man kann nach dem Stand-up-Meeting hier immer noch ein Detail-Meeting machen, um dann in einem kleineren Kreis Probleme und sowas zu beheben. Aber es geht hier im Wesentlichen um die Teamkoordination, also dass alle wissen, was der andere macht und um das schnelle Beheben von Hindernissen. Deswegen treffen sich ja täglich. Jeder berichtet ganz kurz, also es geht reihum, was habe ich gestern getan, also welche Aufgaben habe ich erledigt oder in welchen hänge ich noch, was habe ich heute geplant und der wichtigste Punkt ist eigentlich, was hat mich aufgehalten, also wo brauche ich vielleicht Hilfe, um was zu reparieren. Wichtig, das Ganze ist ein Stand-up-Meeting, also es gibt keine Kekse, kein Sofa, keine Lungerecke, sondern also eher ungemütlich im Stehen, damit es auch schnell vorbei ist. Und auch die Teilnehmer sollten sich an diese Redezeiten halten. Also, wenn jetzt da jemand anfängt, ausführlich zu berichten, was er alles mit dem Kunden besprochen hat, das ist eher für nach dem Stand-up-Meeting wichtig, weil sie müssen ja eben schauen, dass sie die 15 Minuten nicht überschreiten. So, das Ziel von so einem Stand-up-Meeting ist tägliche Koordination. Also jeder weiß von dem anderen, was er gerade tut. Deswegen können Sie das auch nur mit kleinen Teams machen. Und Ziel ist ja, dass Sie ein selbstorganisiertes Team haben, wo also nicht so ein ultraschlauer Manager oder eine ultraschlaue Managerin die Arbeit verteilt, sondern das Team soll sich hier selber koordinieren und dazu müssen sie sich halt besprechen. Und sie wollen schnell Probleme beseitigen, hatte ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Und es ist auch ein Commitment. Also wenn jemand permanent verspricht, dass er was macht und am nächsten Stand-up sagt dann, nee, habe ich wieder nicht geschafft oder ich habe dann meinen Gebrauchtwagen koordiniert oder sowas oder hatte keinen Bock, da haben sie einen gewissen Gruppendruck von den anderen. Also das machen sie nicht so häufig, dass die da sagen, nee, ich habe da nichts fertig gekriegt und nichts gemacht. Also es ist auch so ein bisschen so ein Teamdruck da, die, sagen wir, die versprochenen Aufgaben auch zu erfüllen. Also das Zeichen von Commitment zum Team. So, genau so kann das aussehen. Das ist jetzt so ein Bild aus dem Poster, was ich mal mit Martin Kutzig zusammen gemacht habe und mit Felix Hummel. Aber so haben sie sich das vorzustellen. Also sie haben hier sozusagen das Taskboard, jetzt hier nur ein ganz einfaches und sie besprechen sich im Team, wer hat was gemacht, wer plant was für heute und wo gab es halt Hindernisse. So, das soweit zum Thema Besprechungen. Also hier nochmal zusammengefasst, Sie müssen die planen. Besprechungen sind ein wichtiges Führungsinstrument, auch wenn Sie Chefin oder Chef sind, brauchen Sie Besprechungen, um Ihre Leute zu führen. Sie überlegen sich als Vorbereitung schriftlich, wen laden Sie ein? Sie überlegen sich, was ist das Ergebnis? Und das Ergebnis findet sich hier in der Agenda wieder. Wenn Sie keine Agenda haben und kein Ziel, sollten Sie die Besprechung weglassen, sondern die Leute eher auf ein Bier treffen. Und während der Besprechung gucken Sie halt nach, dass Sie die Ziele wirklich erreichen, also dass Sie die Agenda sozusagen abradeln. Vielleicht müssen Sie mit den Teilnehmern die Agenda noch leicht modifizieren, aber dass Sie die
Besprechung wirklich mit einem sauberen Ergebnis abschließen. Und das Ergebnis steht im Protokoll drin. Das Protokoll, vielleicht das nochmal ganz kurz, das ist jetzt im Vortrag zu kurz gekommen, dient auch später dazu, dass Sie noch nach einem halben Jahr wissen, was ist denn da überhaupt passiert in der Besprechung, was haben wir damals beschlossen. Auch mit einem Kunden, der vielleicht ein bisschen wankelmütig ist, können Sie dem Kunden da noch vorhalten, sehen Sie her, lieber Kunde, wir haben vor einem halben Jahr besprochen, dass wir React gegen Vue.js austauschen, das haben Sie mit unterschrieben hier und Sie waren auch da, das steht ja hier alles im Protokoll drin, also beschweren sich jetzt nicht, dass das teurer wird. Also deswegen haben Sie ein Protokoll, wo sozusagen da die wesentlichen Punkte drinstehen, auch wegen Gerichtsfestigkeit, dass halt nach einem halben Jahr klar ist, wer hat wann was beschlossen oder wer wusste zu welchem Zeitpunkt über welche Themen Bescheid. Also deswegen, also das ist sozusagen auch so ein bisschen Ihre Versicherung in länger laufenden Projekten, dass da, also dass Sie immer genau wissen, wer wusste was und wann war das eigentlich. So, und der letzte Punkt ist, dass Sie, wenn Aufgaben definiert worden sind oder Beschlüsse gefasst worden sind oder noch offene Punkte waren, müssen Sie nachher kontrollieren, dass die Aufgaben erfüllt sind und dass die offenen Punkte geklärt worden sind. Können Sie zum Beispiel in der nächsten Besprechung machen oder zu anderen Zeitpunkten. So, das war's jetzt. Also viel Spaß beim Lesen, viel Spaß beim Meetings machen und ja, dann auf zum nächsten Video.